Dafür Credits aber nicht so. Das upgraden. Wie weit ist das hier? Hallo? Das Ding ist doch schon auf Automatik. Wieso macht das das nicht? Und was ich absolut toll finde, sind die Trümmer. Die bleiben, glaube ich, sogar dauerhaft hier. Das, das und das. Frontplaneten sollten auf jeden Fall schon mal die Dinger bekommen. Ich habe zu wenig Credits. Ich bin mal hoffe, dass die ausgebauten Unikomplexe daran was ändern, wenn die Handelsfunktionalität haben. Oh yeah. Ich weiß gar nicht, was die Kultur für die Borg so macht, außer ich glaube, das Standard Antimaterie-Ding. Was ich persönlich nicht so nützlich finde. Ich finde, das müsste mehr bringen. Hier kommt die Klingon und sie haben ein Großkampfschiff. Fragt sich, ich glaube aber nicht, dass sie es hiermit aufnehmen können. Taktischer Kubus möchte ich aber gerne meiner Flotte hinzufügen. Daher bitte mal erforschen. Also ich würde behaupten, dass das wesentlich gestiegen ist jetzt. So, dann können wir gleich einen taktischen Kubus bauen. Was ist denn hier los? Freunde, was soll das? Machen die Romulaner hier noch. Und Transmorptor. Aber Transmorptor bringt halt erst, dass man zwei hat. Wenn ich die Piratenbasis übernehme, dann mache ich das vielleicht. Weil überleg mal, von hier bis hier springen. Also die verhalten sich im Prinzip wie Phasenlinien untereinander. Also ich kann von jedem Transmorptor, das mir gehört, oder einem Verbündeten zu jedem anderen Transmorptor springen. Komm, du kriegst jetzt mal das hier. Und wie viel kostet das, wenn ich jetzt einen taktischen Kubus bauen will? Relativ viel, aber das Ding ist auch sehr stark. Also ihr seht ja schon Hülle und Schilde. 18.000 jeweils. Ich speichere schon mal. Kann Harald nicht so lassen, das konnte ich natürlich gerade nicht umbinden, weil er noch nicht gehört hat. Ich brauche einen alternativen Namen, wie wär's? Irgend Asteroidenfeld. Ich find's einfach klar. So, es ist mir noch besser als Harald. Jetzt heißt wahrscheinlich irgendwer von euch Harald und ist ganz... So, machen wir hier eine Repair-Note. Die Bauer können sich auch ziemlich gut regenerieren, aber das muss ich halt auch noch alles erforschen. Also, was die erstmal brauchen, sind schon mal bessere Waffen. Das hier wäre gut. Und dann könnte ich hier schon mal ein Progenitor Matrix bauen. Matrix, so rum. Also... ich würde sagen, die Lithium bekommen wir schon in ziemlich guten Mengen. So. Okay, irgendwie geht hier die Kultur gerade zurück. Das Ding ist, jetzt kostet es natürlich wieder ein bisschen mehr, um das zu upgraden, sonst würde ich das sofort tun. Also erhöht sogar noch die Population, sehr gut. Hat natürlich dann auch geholfen mit den Credits. Ich würde sagen, deswegen wird zuerst upgraded, weil wir dann den Kubus hier abziehen können.
Oh, und das hier wäre vielleicht eine gute Idee. Ma. Komm her. Da. Eine gute Idee. Wo ist der taktische Kobold? Der ist hier. Also wenn man sich das ansieht, der Maßstab, würde ich sagen, stimmt. Oh ja, bitte. Alle Schiffe und Sternbasen können mehrere zwei zusätzliche Ziele gleichzeitig angreifen. Ist natürlich sehr gut. Muss ja auch brauchen so Schilde. Guck dich das an, wie schnell das geht. Direkt ist mal ein bisschen mehr in Schilde gehen. 14% mehr Schilde und 30% mehr Regeneration. Sage ich nicht nein. Ich bräuchte aber noch eine zusätzliche. Dafür habe ich keine Slots. Eine zusätzliche Forschungsstation, damit hier vielleicht oder hier. Da geht noch eine. Eine geht noch. Dann können wir das hier erforschen. Guckt euch das an, 31 zu 83 und 83 zu 136, boah, sogar noch mehr. Shit, sofort. Wäre zu toll, wenn wir das hier auch noch machen würden, aber... müssen wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. 6,4. Dauert natürlich extrem lange. Aber es wird gleich sehr hoch werden. Da ist der taktische Kobold. Wir könnten uns den hier holen. Oh, der hat Dilithium. Wohin führt dieses Wurmloch? Ich vermute hierhin, ne? Ich würde ja am liebsten mir das Ding schnappen. Dann kann ich doch ein Transporttor hinbauen. Ah, geht. Ja, hier geht eins. Super. Das Ding, ich glaube, die Textur haben sie aus Star Trek Online geklaut. Oder? Nee. Doch, also ich glaube, es ist eigentlich sehr ähnlich zu der Star Trek Online, aber ich weiß nicht, wie die Star Trek Online-Version zu den Filmversionen war, weil im Film hatten die an sich keine Transorptore, aber die hatten in der letzten Folge von Voyager ja so ein riesiges Transorptzentrum, wo die so 10.000 von diesen Dingern nebeneinander hatten. Zu allen möglichen Orten der Galaxie. Könnt ihr mir mal erklären, warum ihr das nicht angreift? Dankeschön. Assimiliert ist. Oh yeah. Klingonenschiffe. Ganz schön. Ich brauche auf jeden Fall mehr davon. Guckt euch das an. 381 zu 850. Und ich brauche mehr hiervon. Bis hierhin mindestens, weil ein Titan ja zwei Großkampfschiff-Crews braucht. Und dann braucht das... Guckt euch das an. Aber guckt euch das an. 26.500 Hülle und 29.925 Schilde. Also ich glaube, mit dem Schiff kann man eigentlich alles steamrollen. Also vielleicht eine große Flotte mit anderen Titanen drin vielleicht, aber alles andere hat keine Chance hiergegen. Das Ding ist definitiv von Star Trek Online, das weiß ich. Ach ja, Star Trek Online. So viel Potenzial verschwendet. Dank Perfect World. Es ist nett, dass die Klingonen uns immer wieder Schiffe schicken, damit wir die assimilieren können. Also je mehr Schiffe mit Assimilationsstrahlern hat, desto besser natürlich. Und auf höherem Level sind die natürlich auch. Also man muss eigentlich später gar keine Schiffe bauen, außer Großkampfschiffe und den Titanen, weil man einfach alles assimilieren kann. So, ich möchte gerne, dass der hier irgendwas macht.
additional technology acquired. Negotiations relevant. Oder ich schnappe ihm einfach den Planeten. Also ich hole mir den Titan, schnappe mir die Piratenbasis. Die Piraten sind zwar inaktiv, aber die Basis nicht. Und dann baue ich da noch so einen Unikomplex hin. Das dürfte sich lohnen. 10,2. Okay, es ist schon. Ich meine, es ist jetzt von 6,4 auf 10,2 gegangen, ohne dass ich irgendwie mehr von den Dingern bauen musste. Ist schon relativ viel. Machen wir hier mal auch. Zumindest du bist hier. Was ich vielleicht machen sollte, ist das hier. Damit wir von unseren Vulkanplaneten mal ein bisschen mehr haben. Wo ist mein Titan? Oh, Moment. Da. Also die Geschwindigkeit der Borg geht im Moment, aber ich hatte mal ein größeres Spiel so mit 8 Spielern und 3 Planeten und also 3 Sternsystemen und da hat das richtig lange gedauert, bis die mal irgendwo hinkamen. Und die haben sich auch generell einfach ziemlich langsam bewegt. Wobei es, glaube ich, eine Forschung gibt, die das schneller macht. Nein, nein. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Guckt euch das an, Schildregeneration. Das ist so extrem. Einfach durch die Regeneration gewinnt man auch so viel unsichtbare Kraft einfach an den Schilden. Jacques Oli. Nein, wir wollen hier hin. Ich will einen Unikomplex-Constructor da haben. Mit dem der sollte auch ausgebaut werden. Soll ich bei dem Sternen-Unikomplex bauen? Boah, das Ding ist hell. Was kann der Titan eigentlich gerade? Oh ja, das ist extrem heftig. Ja, das ist, wenn man von allen Systemen, die einen Transwarptor haben, kann man dann zu dem Titan sprengen, wenn man diese Fähigkeit aktiviert. Mal ein bisschen Zeit raffen, ein bisschen Rohstoffe sammeln. Wieso schicken die Dinger Handelsschiffe hier hin? Also das. Nee, Raffineriequote wird hier nicht angezeigt. Könntet ihr vielleicht. Was macht ihr da? Erklärt mir das bitte. Instructions not clear enough, oder was? Also hier sieht man schon, das Ding ist größer geworden. Ich glaube, ich mach das gleich mal zur höchsten. Ist das hier schon die höchste Stufe? Weil das, ich meine das in Erinnerung zu haben, dass die Upgrade-Kapazität nicht komplett ausgenutzt wurde, dass immer eins übrig blieb. Das ist eine Antimaterie-Fontäne. Also Antimaterie-Brunnen, oder wie man das übersetzen soll. Und aus irgendeinem Grund kommt da klingonische Kultur her. Komm. Ja, das Ding hat nur 3 Ausdauerstufen, aber dann seht ihr gleich mal, wie groß so ein Ding ist. Aus irgendeinem Grund teilen die sich immer auf. Dieser Heimatplanet ist auch super gesetzt, ne? Man kommt doch von. Our Planet ist under attack. What? 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 Bauen mal ein paar von denen. Upgradet das. Und dann bauen wir hier mal noch einen taktischen Kubus. Was? Also ein paar Interceptors und Verteidigungsdinger sollten das eigentlich halten. Und von der Seite kommt sowieso nichts durch.
Wie lange dauert das hier? Ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Auf jeden Fall geht das sehr schnell mit den Interceptors. Und ein paar von den Klingonschiffen, die ich assimiliert hatte, sind auch noch hier. Irgendwo sind die, glaube ich, bewegungsunfähig. Die haben Kevex. Und dieses Großkampfschiff hat schon die Schilde verloren. Das ist gut. Irgendwas hier, was nicht... Ne, die haben noch nichts Wichtiges zerstört, glaube ich. Außer Verteidigungsdinger. Von denen dieses Ding wirklich mehr benötigt. Die fliegt schön weiter. Das Ding sollte ich vielleicht auch upgraden. Sollte ich an sich alles upgraden? What? Die haben hier den Titan. Nur versuche ich den taktischen Kurs darüber schicken. Soll das aber eigentlich schaffen, ne? Auf jeden Fall, welche ich upgrade. Credits habe ich richtig viel. Hier bewegen sie sich aus irgendeinem Grund richtig langsam. Vielleicht auch einfach, weil ich angegriffen werde. Das Ding ist schon auf der halben Kapazität. Aber dadurch, dass es mehrere Ziele angreift, ist das Ding schon fast zerstört, das Ding schon fast zerstört, das Ding hat richtig Schaden genommen. Also Schaden gegen individuelle Schiffe scheint immer ein bisschen wenig, aber teilweise, aber da es immer mehrere Ziele angreift, gehen jetzt schon mal teilweise ganze Gruppen von Schiffen hoch. Ich fände es nur cool, wenn dann auch Löcher in der Hülle zu sehen wären und ich einfach nur, dass das Ding brennt. Am besten da, wo ein Torpedo einsteckt, ist mal so ein fettes Loch und das wird dann auch erst behoben, wenn das Schiff repariert ist. Was ist hier los? What is this shit? Das Ding ist noch nicht mal auf dem höchsten Level, aber es wird schon von zwei, drei Großkampfschiffen der Romulanen angegriffen. Wie sieht es hiermit aus? Noch nicht fertig. Nicht annähernd. Die haben gewartet, bis ich weg bin. Großkampfschiffe sind kaputt. Das Titan ist auch fast weg. Reparaturdinger sind auf jeden Fall gut. Das Ding ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig. Einfach mal, damit wir denen noch ein bisschen richtig OP-Schildregeneration geben. Und hier ist ein ganzer Zweig für Hüllenregeneration. Brauchen wir auch auf jeden Fall. Der Titan ist auf jeden Fall zerstört. Oh shit. Das Ding ist so am Arsch. Also da sieht man, wie groß so ein Ding ist und das Ding ist echt zerstört. Das war überhaupt keine Rohstoffverschwendung. Oh Gott, die haben einen Titan hier. Auch mal mehr Schiffe. Diese hängen immer noch hier rum. Hier machen sie nicht so viel. Springt einfach unabhängig voneinander.
So, mal alles Massendebuffen. So, wegen taktischen Crews hat auch die Scimitar keine Chance. Egal, wie heftig das Schiff ist. Das Ding nimmt relativ viel Schaden, habe ich das Gefühl. Aber jetzt hat es richtig übel Regeneration. Die Assimilationswolke ist sowieso extrem gut. Klingonischer Titan. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Aber ich glaube, mein Kurs kann ich aushalten. Also bei eigenen Schiffen geht es hier echt immer gut, den assimilierten Schiffen meistens nicht so. Das hier ist einfach so extrem. So, hier brauche ich auf jeden Fall mal einen neuen Unikomplex. Aber es wäre schön, wenn ihr erstmal den Sektor ein bisschen aufräumen könntet. Zerstören wir die Scimitar. Leider können wir keine Großkampfschiffe assimilieren. Das wäre extrem übel. Ich würde sagen, ich gewinne das hier gerade. Nein, wir brauchen einen Unicomplex-Constructor und dann nehmen wir das Ding schon mal. Habe ich nicht sogar noch einen? Ich wollte doch einen irgendwie gehabt hierfür. Weil ich hier auch einen haben will. Sobald da ein Transwarp-Tor steht, kann ich von hier aus einen Uniclub-Complex Constructor hinschicken. Der ist jetzt auch schon auf Level 8. Station construction complete.
Ich weiß auch nicht, wo ich den wirklich hinsetzen soll. Leg dich dahin. Welcher Planet wird angegriffen? Ach, jetzt. Nein, nicht bla. Oh, zwei Schiffe der Galaxy-Klasse bringt nicht so viel, würde ich behaupten. Ich würde ein bisschen die hier upgraden, aber es geht leider nicht. Ich glaube, der Chef konnte seine Fähigkeiten gar nicht so weit ausbauen. Weibliche Kultur ist hier zu stark. Dürfte sich gleich ändern, einfach durch die Präsenz meiner Kampfschiffe. Wie viel kriege ich hiervon? Nicht so viel. So, wie weit ist das hier? Das hier ist fertig. Gut, dann schwing deinen Arsch hier rüber. Kann man jetzt auch sehr gut sehen. Wer braucht bitte Phasenlinien? Ich bitte euch. Ich schau mal gerade auf den Timer, weil ich glaube, ich auf jeden Fall mal eine Pause machen müsste. Ich habe nämlich auch ein neue Kopfhörer. Okay, der Timer läuft gleich aus. Ich habe nämlich auch neue Kopfhörer und an die habe ich mich noch nicht gewöhnt. Deshalb kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich die zu lange anhabe. Ich hoffe, daran gewöhne ich mich noch.
Ja, ist das Ding? Ja, das Ding hat schon volle Ausbaustufe. Das Ding braucht die volle Ausbaustufe auch. Das hier soll ich auf jeden Fall einen Auftrag geben. Ich brauche auf jeden Fall mehr Metall. Ich brauche eigentlich generell mehr alles. Na komm, ich brauche ein bisschen mehr, Und da ist der Timer schon ausgelaufen. Wieso ist er bei 3 Sekunden? Okay, da würde ich sagen, das war's fürs Erste mit Let's Play Star Trek Armada 3 mit dem Borg. Noch kurz speichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal.